Hallo YouTube, es ist 2:30. Ich wollte schon vor 1,5 Stunden aufhören zu streamen, aber der Chat lässt mich nicht. Ja, ihr könnt euch das tagsüber anschauen. Euer Schlaf wird gerettet, aber meiner ist ruiniert, denn in 5 Stunden wecken mich meine Kids auf. Du bist am Arsch. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, ich bin im vollen Einsatz. Best of Dating Disaster. Husten. Eine Frage habe ich noch, bist du Single? Nein. Offene Beziehung? Ja. Weiß sie das auch? Nein. Nicht gut. Nein. Nicht gut. Schwanger. Meine Freundin ist schwanger, aber dank Durex nicht von mir. Das hat 5 Sterne. Ich bin vollstens zufrieden und bald wieder. Du stellst es dir vor, dass ich dich am Bett fessel und du dich in deinen Brust massieren. Darf ich es machen? Bester Anmachtext 2023. Nee, Leute, ist nicht fesseln. Ist Fesel. Brüste massieren. Darf ich es machen? Wenn man durchgefesselt wird, man fühlt sich viel besser. Schippete. Andere Tag. Wenn du hast lange nichts gefesselt, du wirst nervös, unruhig. Dann ruf mich an, ich fessel dich. Ich habe in meinem Leben sehr viele Frauen gefesselt. Also ich würde es mega stimulierend finden, wenn du einfach ganz weit weg von mir in einer dunklen Ecke mit einem Duden sitzt. Kann man machen, oder? Ich würde es mega stimuliert finden, wenn du ganz weit weg von mir in einer dunklen Ecke im Duden sitzen würdest. Hi, schöne Bilder hast du. Habt ihr mal eine Playlist erstellt? Hör mal rein. Can I get you number? Gut. Wow. Ich frag jetzt mal nicht, wie oft du den schon gebracht hast. Kannte ich nicht, kenne ich nicht. Gut, diese. Über mich. Denk mal an Beziehung. Ich bin selbstständiger Bauträger mit Herz. Boah, ich hasse diese Emoji-Texte. Als erstes gucke ich mir das Grundstück an, überlege mir ehrlich, was hier Tolles, aber man muss die Emojis nicht vorlesen, ne? Entstehen könnte. Bringt meine Wünsche und Verständnis Glühbirne zur Sprache, Mikrofon. Und starte langsam Stein für Stein fürs Fundament zum. Ich dachte, er schreibt jetzt zum F***en. Hey, Fundament, Wünsche, ich, wir F***en. Sorry, ich bin es 2:30, Leute, was wollt ihr von mir? Ja, was meint er mit F? Im Ernst, Leute, was meint er denn? Zum F*** braucht es Verständnis, oder? Was meint er denn mit F, Punkt? Es ist einfach schnell eskaliert. Wisst ihr, Männer, die Bock haben, die können nur eine Zeit lang schauspielern, bevor das Testosteron überhand nimmt. Dein Lachen, das kann man ruhig sagen, wird mich nicht mit Albträumen plagen. Denn du hast ein Foto ohne 1000 Filter, verwendest auch eine Schminke in... Oh, das ist aber nicht gut. Du hast ein Foto ohne 1000 Filter, verwendest auch nicht Schminke in Liter. Ja doch, kann man machen. Filter und Liter. Ja, ein bisschen gebogen. Darum sag ich jetzt mal nett Hallo und frag nicht blöd, warum bist du da? Boah, das ist jetzt schwer zu toppen. Will dich nicht mit Fake News foppen. Darum sag ich es ehrlich ohne Scherz, ich suche hier eher was fürs Herz. Das ist auch meine Intention. Ich dachte, das hast gelesen schon. Ich hab's gelesen, das schreiben viele. Doch haben sie ganz andere Ziele. Wie geht's weiter? Wie? Ich will jetzt wissen, wie es weiterging. Ich habe fertig. Hey Dennis, wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Wow. Wen haben wir denn da? Meine Güte, bist du hübsch. Du hast sicherlich immer gut gefrühstückt, dass du so bezaubert bist. Du strahlst richtig. Ich könnte wetten, du bist leider schon vergeben. Ganz ehrlich, ich habe sowas wie dich noch nie gesehen an der Köstlichkeit. Sorry wegen meiner Wortwahl, aber mir fällt nichts ein bei dir. Dich muss man immer aufbewahren. Ich meine, ich gehe jetzt natürlich nach dem Aussehen. Das ist aber der erste Eindruck. Wenn dein Charakter auch noch gut ist, dann erlaube ich mir bitte, dich kennenlernen zu dürfen. Liebe Grüße. Ich würde sagen, der Typ ist 15. Du hast sicherlich immer gut gefrühstückt. Habe ich auch noch nie einer hübschen Frau gesagt. Hey Baby, du siehst fantastisch aus. Du hast immer gut gefrühstückt, nehme ich an. Porridge, Haferschleim. Hi, was geht? Nix, bitte? Auch nix. Okay. Was machst? Gerade was essen, du? Also ich auch. Was gibt's? Nudeln. Bitte? Bäckle. Nice. Nur? Stell mir gerade vor, wie die sich im Bett anhören, wenn die knattern. Hey. Oh. Gut? Ja. Du? Ja. Kommst du? Wann? Noch nicht. Oh. Was? Jetzt. Komm, ja. Oh. Fertig? Ja. Tschüss. Erlebe jetzt Kaya live in deiner Stadt. Ticketlink in der Beschreibung. Hallo 2, The Return. Hallo 3, The Rise of Hello. Ich mag's jetzt schon. Hallo 4, A New Hope. Hallo 5, Hello Strikes Back. Hallo 6, Hello Awakens. Hallo 7, The Last Hello. Sehr, sehr schön. A Thing of Beauty. So genial. Hello, The Return, The Rise of Hello, A New Hope, A Series of Hello. Hey, ist das ein Zwergspitz? Hey, nein. Okay, erzähl, was ist das für eine Rasse?
Sieht einfach nur aus wie ein flauschiger Ball. Das ist ein Zwergspitz. Brusthaarbildverkäufer 28. Ich verkaufe Brusthaarbilder. Über Preise, Abonnements etc. lässt sich verhandeln. Du, ja, es gibt für alles einen Fetisch. Hey, Stefanie, der Drink muss echt gut gewesen sein, dass er dich so lächeln lässt. Was war das für eine Mittelstraße? Ah, ich will das nicht weiterlesen, Leute. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Wow, unerwartet. Was ist das? Ein Test, um das Interesse zu prüfen? Nee, bin nur etwas verwundert. Ist dir tatsächlich kein anderer Spruch eingefallen? Hätte dich auch fragen können, wie es dir geht, was du hier suchst oder warum deine letzte Beziehung kaputt gegangen ist, aber letzteres kann ich mir gerade denken. Nice. Kann man so stehen lassen, oder? Ah, oh Gott. Vermögende Frau gesucht. Insolventer, attraktiver Unternehmer Mitte 50 will hohen Lebensstandard behalten. Sie haben hierzu die Finanzmittel. Heirat ist Bedingung. Nennt man das offensives Golddigging? Oh, nee, tut mir echt weh. Ahaha, aber wäre dein Dick nicht so groß, hätte ich dich weitergezogen. Weitergedruckt. Ich sag nichts dazu. Jennifer, glückliche Mutter von 3 Kids, Jungfrau. Ich liebe meinen Mann lesbisch. Ich würde mal sagen, hier sind sehr viele Zielgruppen. Ich glaube, Jennifer möchte möglichst viele Leute ansprechen mit verschiedenen Interessen. Also was ja wirklich jedem sofort auffällt, ist glückliche Mutter von 3 Kids und ich liebe meinen Mann. Geht überhaupt nicht zusammen. Alles andere passt. Jungfrau kann ein Sternzeichen sein. Über mich, der Mann, der dir im Supermarkt ein Lächeln zuwirft, das eine Einladung sein könnte. Der Mann, den du auf einer Party siehst, und er dir unnahbar erscheint. Der Mann, der im Café vom Lieblingsbuch oder Lied erzählt und eine Stunde dich vor Ekstase schreien lässt. Der Mann, der dir zuhört, wenn du reden willst. Der Kerl, der dir direkt sagt, was passt und nicht passt. Der Mann, der vieles kennt und noch mehr kennenlernen will. Ich bin der Teufel deiner Sehnsüchte, der Hüter des Feuers deiner Leidenschaft. Ich dachte, am Ende kommt noch so eine Wendung, so, das alles bin ich nicht. Aber wenn du bumm willst, das hätte ich dann lustig gefunden, aber es ist... Ein bisschen Humor und Selbstironie wäre nicht schlecht beim Flirten, oder? Hi Tim. Naja, ich mag es so sehen, wenn die Frau, für die ich mich interessiere, mit anderen Männern agiert. Bist du im Chat verrutscht? Oh, ja. Hey, nur zur Info, da hat jemand ein Profil und benutzt deine Bilder und macht Gewinnspiele. Ah, und wer soll das sein? Name des Profils? Warte. NASA. Weil du nicht von dieser Welt bist. Das Personal ist sehr nett, was ich gar nicht... gut finde, war, dass ich mit meinem Enkelkind... Hey, wieso sind wir jetzt in Google-Rezensionen drin? Was hat das jetzt mit Dating zu tun? Dass ich mit meinem Enkelkind, die alle 4 Wochen eine Immunisierung bekommt gegen Gräserallergie und sie zur Schule geht und wir nur donnerstags können und dann zu ist, weil kein Arzt da war. Dann, das ist eine unmögliche Planung. Auf diesem Weg suche ich eine Freundin. Finde ich gut. Ich bin Baujahr 55. Bei Interesse bitte melden, würde mich sehr freuen. Eine zu finden, danke. Finde ich gut. Über mich, ich bin ein aufgeschlossener, aufmerksamer Mensch, der eine Partnerin auf Augenhöhe sucht. Bumsen? I like. Okay, Unternehmensberater, Technische Universität, Mann, wohnt 14 Kilometer entfernt. Über mich, Fußball sehe ich da, in Flugzeug, Sonne, Strand, Drinks und Hase. Whatever. Rammeln wie ein Karnickel. 1,89. Zicken und möchte gern IT-Girls. Nein, danke. Und bitte kein Couch-Potato. Wanted. Frau mit Hirn, Herz, Humor. Am 10. Juli 2022 findet ein Casting für euch zwischen 27 und 32 Jahren statt. Insgesamt werden 5 Kandidatinnen eingeladen. Catch me if you can. Hat jemand zu viel Bachelor gesehen, oder? Helen Sita. Mein Name ist Helen. Ja. Ist drin. Kann man sagen, was man will. Wir haben das Internet durchgespielt. Tut mir leid. Und ich muss in 5 Stunden aufstehen mit meinen Kiddies. Ciao. Ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.